Dirk Schuster, der Präsident hat gesagt, oh, wenn Sie den Trainer nach dem Spiel haben wollen, bei einer Niederlage wird schwierig, aber Sie sind da, ne? Klar, gehört ja genauso dazu wie nach dem Sieg. Weil, ich glaube, das war ein Spiel oder ein Sieg der Leipziger, den man akzeptieren kann. Ja, es geht mir weniger darum, ob man den akzeptieren muss. Es geht darum, wie wir uns präsentiert haben. Und es war über 90 Minuten gesehen ganz ordentlich. Ich glaube, dass wir sehr gut gegen den Ball gearbeitet haben. In der ersten Halbzeit nach vorne ein bisschen die Konstruktivität haben vermissen lassen. Da waren wir teilweise zu schlampig, sind oft ins Abseits gelaufen, hatten bis auf die 43. Minute kaum Chancen vor dem gegnerischen Tor, aber dann eine richtig gute, die er überragend hält. Und dann haben wir in der Halbzeit gesagt, einfach ein bisschen mutiger nach vorne spielen, genauso defensiv weiter bei gegnerischem Ballbesitz zu arbeiten und nochmal alles reinpacken. Das haben wir gemacht, wir haben es bis zur letzten Minute versucht, sollte heute nicht sein. Und ich denke, wenn man gesehen hat, wie die Leipziger sich gefreut haben, was für eine große Erleichterung bei denen herrschte, müssen ja ganze Steine da von den Schultern gefallen sein. Ich glaube, dass wir unseren Anteil gebracht haben an einem schönen Fußballspiel heute, sehr intensiv, sehr kampfbetont. Ja, und kann absolut damit leben, mit dem, was wir abgeliefert haben. Eine irre Serie ging zu Ende, 17 Spiele ohne Niederlage. Ein positives hat's, der Strohengel muss endlich seine Haare lassen. Kann ich nicht kommentieren, muss er selber wissen, ist alt genug. Aber diese Serie, die musste irgendwann mal reißen, dass sie hier reißt, ist okay? Wir hätten sie gerne bis zum Saisonende fortfahren lassen, aber ist absolut in Ordnung, dass man hier ein Spiel verliert. Die normalste Sache der Welt ist passiert. Schauen Sie sich an, was hier in Leipzig aufgefahren wird für diese Mannschaft, um irgendwie in die zweite Liga zu kommen. Da ist nichts zu wenig und nichts zu schade. Ja, und wir dagegen, ich muss schon teilweise selber ein bisschen lachen, mit unserem Mini-Etat haben denen so das Leben was von schwer gemacht über die gesamte Saison und auch heute nochmal alles reingepackt. Also macht uns schon ein bisschen stolz. Das Restprogramm spricht ja jetzt zunächst einmal auch für Ihre Mannschaft. Zwei Heimspiele und noch ein Auswärtsspiel in Wien-Wiesbaden. Das sieht ein bisschen anders aus als bei RB Leipzig. Ist der Zug abgefahren oder kämpfen Sie weiterhin noch um Platz 2? Ja, bis zum letzten Schuss geben wir alles, ganz normal. Wir haben jetzt, wie Sie es gerade gesagt haben, die drei Spiele noch. Das Wichtigste wird es sein, Freitagabend gegen Erfurt. Wenn wir da einen Dreier einfahren können, hat Leipzig wieder ein bisschen Druck in Rostock. Ich glaube, es wird dann wieder ganz interessant, was da oben passiert. Aber wir gucken gar nicht erst bis zum 10. Mai, sondern wir wollen es einfach uns fokussieren auf den Freitagabend. Und wenn wir dann irgendwann am 10. Mai auf die Tabelle gucken, stehen wir genau da, wo wir hingehören. Und genau das, was wir uns erarbeitet haben, kriegen wir dann. Ob das der direkte Aufstieg ist oder ob das die Relegation ist, werden wir sehen.